rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Was können Kinder während der Sommerferien tun? Dieses Jahr nicht viel. Auch in Taiwan nicht, da auch Taiwan eine Zeit lang mit einem Covid-19-Ausbruch zu kämpfen hatte. Doch in den letzten Ferienwochen haben sich die Situation und damit auch die Einschränkungen entspannt. Und so gab es zum Ende der Ferien doch noch die ein oder andere Aktivität für die Schüler und Schülerinnen. Einer davon haben 6 Grundschüler und eine Grundschülerin aus der 4. Klasse teilgenommen. 5 Tage lang ging es in die Natur um Taipeh herum. Welche Aktivitäten es genau gab, darauf komme ich in der zweiten Hälfte des Beitrags mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Doch zunächst kommt der Leiter der Gruppe zu Wort. Ken Lin ist Trainer für Trailrunning und Bergsteigen und stellt zunächst sein Unternehmen vor. Okay, mein Unternehmen heißt Pao-San-Bang. Unser Unternehmen heißt Gang of Mountain Running. Ursprünglich war es ein Club für Trailrunning. Später haben wir sehr viele Bergaktivitäten hinzugenommen, wie Flusstracking, Bergsteigen, Freiklettern und so weiter. In erster Linie für Hobbyisten, aber angeleitet von professionellen Trainern. Sie bieten ursprünglich aber auch Aktivitäten für Erwachsene an. Richtig. Normalerweise sind unsere Aktivitäten für Erwachsene. Aber im letzten Jahr haben wir angefangen, auch Programme für Kinder anzubieten. Dieses Jahr ist die Situation durch Covid-19 noch etwas anders. Viele Kinder sitzen zu Hause und können nichts unternehmen. Außerdem fehlt vielen Kindern auch sonst die Möglichkeit, in die Natur zu kommen. Andererseits ist es auch für die Eltern nicht einfach. Sie müssen vielleicht zu Hause arbeiten und sich gleichzeitig um die Kinder kümmern. Daher haben mich einige Freunde und alte Kunden gefragt, ob ich ihre Kinder nicht raus in die Natur bringen und gleichzeitig etwas Sport mit ihnen machen könnte. Viele Kinder sind dicker geworden, weil sie zu lange nur zu Hause sein konnten. Und die Eltern hoffen, dass sie mal rauskommen. Ich habe früher schon eine NGO gegründet. Mit deren Hilfe haben wir Kinder zum Beispiel durch Bergsteigen und ähnliche Aktionen ihre Selbstständigkeit trainieren lassen. Ich denke, Kinder heutzutage brauchen solche Gelegenheiten, selbst einen Rucksack zu tragen und in die Berge zu gehen. Das heißt, die Kinder sollen nicht nur Spaß haben, sondern auch etwas dabei lernen. Genau. Unsere früheren Kurse sind natürlich langfristig. Dieses Camp hier dauert nur 5 Tage. Aber wir hoffen trotzdem, dass die Kinder in diesen 5 Tagen wieder mehr das Interesse für die Natur entdecken, dass sie sehen, wie interessant die Natur eigentlich ist. Außerdem sollen sie im Freien Sport treiben. Es soll auch eine gewisse Herausforderung für sie sein. Es soll etwas anderes sein als ihr normales Leben, das sonst sehr bequem ist. Sie sollen ihre Komfortzone verlassen und sich selbst herausfordern. Welchen Einfluss hatte Covid-19 auf Ihr Unternehmen? Unser Unternehmen hat normalerweise sehr viele Bergsteigergruppen. Diese sind alle verlegt worden. Wir hoffen, dass wir im nächsten Monat langsam wieder damit anfangen können. Aber in diesen letzten 2 bis 3 Monaten hatten wir nur sehr wenige Aktivitäten. Wir haben auch von zu Hause gearbeitet und online viele Kurse gemacht. Wir haben mit vielen Leuten online Sportkurse gemacht oder mit ihnen Übungen fürs Bergsteigen gemacht. Nun sind viele Einschränkungen wieder gelockert worden, doch trotzdem müssen sie einiges beachten. Zunächst handeln wir gemäß den Regularien der Regierung. Das ist gemäß den Regularien für Reisebüros oder Reisegruppen. Das heißt zum Beispiel, jede Gruppe darf nicht mehr als 9 Teilnehmer haben. Wir müssen Masken tragen, Fieber messen, Desinfektionsmittel mitnehmen und immer desinfizieren. Ansonsten ist unser Fahrer zum Beispiel schon geimpft und ich selbst mache jede Woche einen PCR-Test, um sicherzustellen, dass die Kinder sicher sind. Alles andere ist gemäß den Regularien der Regierung. Betreuen Sie nur taiwanische Gruppen oder auch ausländische Gruppen? Früher haben wir auch ausländische Gruppen geleitet, doch in den letzten 2 Jahren gab es aufgrund von Covid-19 nur wenige ausländische Besucher. Daher gab es nur wenige Möglichkeiten, ausländische Gruppen zu leiten. Das meiste waren dann taiwanische Gruppen. Aber wir hoffen natürlich, in Zukunft wieder Gruppen aus dem Ausland betreuen zu können.
Unser Team hat zum einen sehr gute Englischkenntnisse. Wir haben fast alle an der National Taiwan Sport University oder an der National Taiwan University studiert. Außerdem hat unser Team sehr viel Erfahrung, Gruppen beim Bergsteigen zu betreuen und ist auch sonst sehr stark in der Gruppenbetreuung. Deshalb haben wir auch das Selbstvertrauen, dass wir auch Gruppen aus dem Ausland betreuen können. Was wünschen sich ausländische Gruppen von Ihnen, wenn diese von Ihnen betreut werden? Wenn ausländische Gruppen nach Taiwan kommen, dann planen sie alles schon sehr lange im Voraus. Zum Beispiel Gruppen aus Deutschland planen schon 3 bis 6 Monate im Voraus. Wenn es Gruppen sind, die speziell auf dem Jadeberg oder den Xueshan oder andere hohe Berge klettern wollen, dann stellen wir früh genug alle Anträge und planen den ganzen Ablauf. Die ausländischen Gruppen wollen im Allgemeinen ein umfassendes, komplettes Programm, während Taiwaner da schon eher auf die Kosten achten. Ausländer möchten eher einen guten Service und normalerweise dauern ihre Trips auch länger. Sie wissen das wahrscheinlich auch, wenn Ausländer verreisen, wollen sie im Allgemeinen Urlaub machen. Nicht wie Taiwaner ganz hektisch einen Berg besteigen und das war's dann. Sie wollen dann drumherum auch noch mehr erleben und sehen und sie nehmen sich einfach mehr Zeit. Wenn sie zum Beispiel den Jadeberg besteigen wollen und das Wetter nicht ideal ist, dann bleiben sie vielleicht einfach ein paar Tage länger und schauen sich die Gegend an, bis das Wetter für einen schöneren und sichereren Aufstieg besser geeignet ist. Das ist ein Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten. Soweit Ken Lin von der Gang of Mountain Running. Zum Abschluss hier noch eine kurze Beschreibung der Woche von einem der Teilnehmer. Am ersten Tag sind wir im Fusaosan Park gewandert. Wir sind auch auf dem Gipfel von Fusaosan geklettert. Und der Fusaosan Park ist tatsächlich mitten in der Stadt Taipeh. Und was habt ihr dann auf dem Berg dort oder bei der Wanderung gemacht? Übungen für Bergwandern. Und wir haben auch den 101 von oben gesehen und wir haben viele Insekten gefunden und beobachtet. Und am zweiten Tag sind wir freiklettern in irgendeinem Berg in Beitou gegangen. Also Beitou ist auch, also auch mitten in Taipeh. Und wart ihr da in der Halle oder auf einem künstlichen Felsen oder wo habt ihr da, seid ihr da geklettert? Wir sind nicht auf künstlichen Felsen oder in der Halle, sondern wir sind draußen geklettert, wo nur Steine waren und da waren nur 2 Ringe, wo man sich befestigen kann. Und dann sind wir einfach runtergeklettert. Also auf einen Berg und einen richtigen Felsen. Am dritten Tag sind wir im Fluss gewandert, in der Nähe von Simon. Das ist in Neu-Taipeh. Also wir sind nicht neben dem Fluss hin und her gewandert, sondern richtig im Fluss. Und das nennt man River Trekking oder Fluss Trekking. Und am vierten Tag sind wir auf den Inghanling-Wanderweg wandern gegangen. Das ist auch in Neu-Taipeh. Und wir sind nicht nur gewandert, wir haben auch Müll eingesammelt. Und am fünften Tag sind wir auf dem Chi-Sing-San wandern gegangen. Und das ist der höchste Berg von Taipeh, ungefähr 1120 Meter hoch. Welcher von diesen Tagen war der anstrengendste Tag? Der 5. Tag. Die Wanderung auf den Chichinshan. Yep. Und was hat am meisten Spaß gemacht? Der 3. Tag. Die Flusswanderung, also die Wanderung durch den Fluss. Ihr habt ja mittags auch immer gegessen. Wie und wo habt ihr gegessen? Am ersten Tag und am 4. Tag hat der Lehrer eine Lunchbox gekauft und wir haben in dem Auto gegessen. Und am 2. Tag und 5. Tag haben wir selber Essen mitgenommen und am 3. Tag haben wir in der Wildnis gekocht. Aber wir wollten auch am 4. Tag in der Wildnis kochen, aber ein gewisser Wanghauser war zu langsam. Hört sich doch spannend an. Und wer Interesse hat, kann die Kids bei ihrer Flusswanderung begleiten. Anhand eines Videos auf unserer Facebook- und unserer YouTube-Seite. Auch einen Link zur Facebook-Seite von der Gang of Mountain Running finden Sie auf unserer Webseite, wenn Sie bei einem Besuch in Taiwan mal höher hinaus als auf den 101 möchten
Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.